Servus, wir sind Nina und Tom und wir verraten dir in diesem Video alle Highlights und alles, was du wissen musst über die Galapagos-Inseln. Auf den Galapagos-Inseln kannst du beispielsweise mit Seelöwen, mit Schildkröten und sogar mit Hammerhaien schnorcheln. Du triffst gefährlich aussehende Echsen, die sogar auch schwimmen können und die größten Landschildkröten der Welt. Ja, und außerdem gibt es, wie gesagt, Tipps und wir verraten auch unsere Kosten für unser Inselhopping-Abenteuer für eine Woche. Servus, wir sind Nina und Tom. Wir lieben das Reisen, denn wir finden, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, auf Weltreise zu gehen. Wenn du auch Lust hast auf Abenteuer und Reisetipps, dann abonniere gern unseren Kanal und begleite uns. In diesem Video versuchen wir, die wichtigsten Fragen rund um die Reiseplanung der Galapagos-Inseln zu beantworten. Außerdem geben wir einen Überblick über die verschiedenen Inseln und welche Highlights dich dort erwarten. Und keine Sorge, du musst auch nicht mitschreiben. Wir haben dir auch noch mal einige Reisetipps auf unserem Blog zusammengefasst. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Die Galapagos-Inseln bestehen insgesamt aus 130 Inseln, also ein riesiges Archipel, 1000 Kilometer vom Festland in Ecuador entfernt, also sehr, sehr abgelegen. Dadurch ist es aber auch so ultra interessant. Aber jetzt mal ganz kurz, wie kann man die Galapagos-Inseln bereisen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Cruise, also eine Art Mini-Kreuzfahrt, bei der man ganz viele verschiedene Inseln besucht. Oder aber nicht alle 130. Was aber auch die deutlich teure Variante ist, muss man auch gleich dazu sagen. Oder man macht so eine Art Inselhopping auf eigene Faust. Dann kann man bis zu 4 Inseln besuchen, die mit Fähren miteinander verbunden sind. Die 4 Hauptinseln, die blenden wir euch hier mal ein. Das ist zum einen Santa Cruz, das ist so die größte Insel. Dort befindet sich auch ein Flughafen und das ist mit Abstand auch die touristischste Insel. Es gibt dort zum Beispiel auch die Riesenschildkröten, man kann dort auf Vulkane wandern. In der Tortuga Bay gibt es auch diese Iguanas, also diese Meeresechsen und auch Schildkröten. Und es gibt dort ein großes Angebot an Hotels und Restaurants. Dann gibt es rechts daneben San Cristobal, auch dort befindet sich ein Flughafen drauf. Also das sind so die 2 Inseln mit den Flughäfen. Das ist sozusagen die Seelöweninsel San Cristobal, denn dort gibt es wirklich überall Seelöwen. Also man wird schon am Hafen von den Seelöwen begrüßt und auch an den ganzen Stränden. Man kann mit ihnen schnorcheln, also mega cool. Dann gibt es Isla Isabella. Das ist zwar flächenmäßig die größte Insel, die Ortschaft ist aber deutlich kleiner als die anderen beiden. Und das ist so, ja, der Vibe dort ist auch richtig cool. Es gibt dort einen langen Strand und auch wieder diese Riesenschildkröten und ganz viele Iguanas. Also das ist wirklich die Iguana-Insel, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt es noch Isla Floriana. Die ist am touristischsten am wenigsten erschlossen. Es gibt dort ganz wenige Ausflüge, auch nur ganz wenige Hotels und Restaurants. Ja, und wenig Möglichkeiten, was man dort eigentlich machen kann. Aber natürlich kann man dort auch schnorcheln und so weiter. Wir haben uns für unsere einwöchige Galapagos-Reise dafür entschieden, dass wir nur 2 Inseln der 4 Inseln besuchen werden, dass man einfach auf den Inseln dann auch mehr Zeit hat und die ausgiebiger erkunden kann. Floriana war für uns relativ schnell raus, weil, wie gesagt, da gibt es nicht allzu viel. Und dann haben wir uns noch entschieden, auch Santa Cruz auszulassen, denn auf den anderen Inseln gibt es eigentlich alles, was auch auf Santa Cruz gibt, aber die anderen Inseln sind eben weniger touristisch und auch einfach noch mal schöner, haben wir uns sagen lassen. Ja. Und das hat sich unserer Meinung nach dann auch bestätigt, als wir aber einen Abend auf Santa Cruz waren und auch mit dem Auto mal einmal durch Santa Cruz dann zum Schluss gefahren sind, weil wir von da wieder abgereist sind. Ja, warum haben wir uns gegen eine Cruise entschieden? Ganz einfach der Kostenfaktor. Also bei einer Woche Cruise ist man locker bei 3.000, 4.000 Euro mit dabei. Pro Person, je nachdem, welche Klasse man wählt. Hier gibt es aber noch einen kleinen Tipp. Wer mehr Zeit hat und auch etwas spontan ist, der kann zum Beispiel nach Santa Cruz fliegen und dort gibt es auch oft Last-Minute-Plätze. Also man geht dort einfach in die Agenturbüros und fragt, ob zufällig noch irgendwo bei einer Cruise ein Platz frei ist. Und da bekommt man richtig gute Deals und kann bis zu 70% sparen. Aber man muss, wie gesagt, sehr flexibel und auch spontan sein. Kommen wir zur Frage, wie kommt man eigentlich von Insel zu Insel? Da gibt es nur eine Möglichkeit und zwar mit der Fähre, mit einer Speedboot-Fähre. Das sind relativ kleine Boote, wo so 20 bis maximal 30 Leute drinnen sind und da kann die Fahrt auch schon mal ganz schön ruppig werden. Also wenn ihr da empfindlich seid, nehmt euch unbedingt eine Reisetablette mit. Und dann gleich der nächste wichtige Tipp und zwar bucht die Fähren und auch eure Touren allgemein immer so schnell wie möglich, wenn ihr auf der Insel seid. Denn bei uns war es zum Beispiel so, dass eine Fähre ausgebucht war und dann mussten wir
Über Isabella mussten wir eine Nacht auf Santa Cruz verbringen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollten. Und auch bei den Touren ist es so, die sind ja sehr begrenzt auf den Galapagos-Inseln und dadurch kann es auch sein, dass die dann mal schnell ausgebucht sind. So eine Fährfahrt kostet ungefähr $30 und auch bei den Touren hier gleich mal der Tipp, bucht am besten bei einer Agentur und verhandelt ein bisschen mit dem Preis und habt ihr dann noch Spielraum. Aber grundsätzlich sind die Preise für die Touren eigentlich bei jedem Anbieter gleich. Um euch eine Fährfahrt zu ersparen, ist es auch ganz schlau, dass man quasi auf die eine Insel fliegt, zum Beispiel Santa Cruz, und dann von Cristobal wieder abreist. Was man vielleicht auch im Vorfeld wissen sollte, die Inseln sehen jetzt zwar auf der Karte groß aus, sind aber größtenteils unbewohnt. Also jede Insel hat eigentlich nur so eine Ortschaft, wo sich auch der Hafen befindet. Und man braucht jetzt keinen Mietwagen, um irgendwie die Gegend zu erkunden oder die Insel zu erkunden. Man muss quasi entweder in der Ortschaft bleiben und man hat dann vielleicht ein paar Strände noch in der Umgebung, wo man hinwandern kann oder mit dem Fahrrad hinfahren kann. Oder man muss dann Touren buchen, um die anderen Spots rund um die Insel zu erkunden. Bevor wir zu den Kosten kommen, möchten wir euch ganz kurz vorstellen, welche Highlights euch auf den Inseln San Cristobal und Isla Isabella erwarten, unserer Meinung nach die zwei besten Inseln. Starten wir mit San Cristobal, das ist für uns die Seelöweninsel schlechthin. Es gibt nämlich gleich mehrere Strände, wo man zig Seelöwen sehen kann, so zum Beispiel beim Playa Man, der befindet sich noch mehr oder weniger direkt in der Ortschaft, oder auch Playa Punta Carola, das ist so der größte Strand eigentlich mit den Seelöwen. Das sind auch wirklich richtig, richtig viele Seelöwen. Man muss noch dazu sagen, die Seelöwen kommen meistens erst ab Nachmittag an die Strände. Am Vormittag sind sie selber jagen im Wasser. Sie sind einfach, ich muss noch ganz kurz was sagen zu den Seelöwen, sie sind einfach so ultra süß. Zu unserer Zeit waren einige Babys auch dort, die dann bei der Mutter auch immer getrunken haben. Und ja, am liebsten würde man sie streicheln, aber halt, stopp, haltet bitte auch immer mindestens 2 Meter Abstand. Also das gilt eigentlich für alle Tiere auf den Galapagos-Inseln. Und vor allem vor dem Alpha-Männchen sollte man sich echt in Acht nehmen, denn die können schon auch schnell sein, auch wenn sie etwas unbeholfen aussehen, wenn sie dann so aus dem Wasser watscheln und so weiter. Aber haltet da beim Beobachten echt Abstand und ansonsten ja viel Spaß bei der Seelöwenbeobachtung. Das war eins unserer Highlights, würde ich mal sagen. Auf alle Fälle. Nicht nur Seelöwen, sondern auch Schildkröten könnt ihr beim Playa Lobaria sehen. Dort, wenn ihr zu Low Tide hingeht, ist es quasi geschützt von der normalen Strömung von außen und es ist wie so ein Pool. Und in diesem Pool befinden sich teilweise Rochen, Fisch und eben auch jede Menge Schildkröten und Robben. Man kann dort entweder zu Fuß hin spazieren oder man nimmt sich ein Taxi oder ein Fahrrad. Aber die günstigste Variante ist tatsächlich Taxi. Ebenfalls sehr nahe in der Ortschaft befindet sich das sogenannte Interpretationscenter. Das ist so ein kleines Nationalparkcenter, wo man ein paar Infos auch zum Nationalpark bekommt. Und da gibt es auch ein paar Wege. Da kann man zum Beispiel zum Aussichtspunkt dort gehen oder eben auch zum Playa Tijeretas. Das ist eigentlich gar kein Strand, sondern eher eine Bucht. Dort findet man nur gelegentlich Robben, aber dafür ganz viel Fisch. Und man kann auch größeren Fisch sehen, Rochen zum Beispiel oder Schildkröten. Die 360-Tour ist mit Abstand die beliebteste Tour auf San Cristobal. Und wie der Name schon sagt, fährt man da mit dem Boot einmal komplett um die Insel und macht mehrere Stops. Zum Beispiel auch beim bekannten Kika Rock. Das ist ein richtig cooler Tauch- und Schnorchelspot, wo man, wenn man Glück hat, mit Hammerhaien tauchen und schnorcheln kann. Man fährt da 1,5 Stunden mit dem Boot erst hin und dann, man muss schon auch sagen, zum Schnorcheln ist es relativ anspruchsvoll. Es ist nämlich quasi offenes Meer und man schnorchelt oder taucht dann einmal durch die Spalte hindurch. Beim der 360-Tour ist es aber tatsächlich nur Schnorcheln. Wer da tauchen möchte, muss nochmal einen extra Ausflug dorthin buchen. Wir haben leider keine Hammerhaie gesehen, aber wir haben uns sagen lassen, dass die besten Chancen, dort Hammerhaie zu sehen, im Februar und März sind. Und dann ist das Wasser auch deutlich wärmer. Wir haben nämlich einen Neoprenanzug angehabt. Also allgemein waren wir im Ende November dort und wir haben eigentlich immer einen Neoprenanzug gebraucht zum Schnorcheln oder Tauchen. Dann geht es bei der 360-Tour weiter zu noch weiteren coolen Stränden, also wirklich mit weißem Traumstrand, wo man dann auch noch mal schnorcheln kann und auch Pause mal macht. Und auf der anderen Seite, also auf der
Ostseite ist es dann. Gibt es auch noch mal eine richtig coole Bucht, die etwas abgeschieden ist vom Meer. Dadurch ist das Ganze auch wind- und wellenstill. Und da kann man dann auch noch mal schnorcheln. Und da sind auch ganz viele Haie. Wir haben da sogar so eine Manta-Schule gesehen. Rochen, Schildkröten. Also das ist auch noch mal, würde ich sagen, so ein richtiges Highlight bei der Tour. Definitiv. Die Tour kostet $180 pro Person. Das ist natürlich echt ein Wort. Aber man muss dazu sagen, bei den Touren auf Galapagos-Inseln muss man wissen, dass auch immer ein Naturalist dabei ist, also ein offizieller Guide, der natürlich auch daran mitverdienen möchte. Und es ist einfach allgemein so, dass alle Touren auf den Galapagos-Inseln so teuer sind. Damit möchten wir einfach... Sehr begrenzt, aber teuer. Ja, sehr begrenzt, sehr teuer, sehr exklusiv. So funktioniert einfach der Ökotourismus auf den Galapagos-Inseln. Wir können ja auch tauchen und deswegen haben wir es uns nicht nehmen lassen, dass wir am Kicker Rock auch noch getaucht sind, um dann die Chance auf die Hammerhaie zu erhöhen. Leider hatten wir auch da kein Glück, es war aber trotzdem ein richtig cooler Tauchgang bzw. richtig coole zwei Tauchgänge, wo wir Schildkröten gesehen haben, Haie, ein einigermaßen schönes Riff, ganz viele Fische und es war wirklich cool. Wir würden auch so abschließend sagen, wenn du tauchen kannst, dann würden wir dir einfach nur den Tauchgang beim Kicker Rock empfehlen und die 360-Tour kannst du dann auch auslassen. Und wenn du eben nicht tauchen kannst, dann würden wir schon auf alle Fälle die 360-Tour empfehlen. Kommen wir zu Isla Isabella. Die Insel hat uns sogar noch besser gefallen, denn die Ortschaft ist etwas gechillter und sie zieht sich an so einem Sandstrand entlang. Also man hat dort wirklich halt direkt bei der Ortschaft einen Strand, wo man baden kann, wo es Palmen gibt. Also vom Flair her würde ich sagen, noch mal cooler. Man wird am Hafen direkt von Iguanas begrüßt. Also und Robben. Aber vor allem die Iguanas dominieren hier die Insel. Das ist quasi die Insel der Iguanas. Und folgende Sachen kann man auf Isabella kostenlos machen oder fast kostenlos. Kostengünstig, sagen wir so. Ja, ein Must-Do ist auf Isabella definitiv die Fahrradtour. Ihr leider startet einfach vor Ort ein Fahrrad aus. Ich glaube, das hat $15 gekostet. Also es war relativ günstig für Galapagos-Verhältnisse. Und dann könnt ihr zum Beispiel zum Schildkrötencenter fahren. Dort könnt ihr die riesigen Schildkröten sehen, die dort aufgezogen werden. Also man brütet die da quasi aus bis zu einer gewissen Größe und dann werden die ausgesetzt. So will man quasi die Population wieder aufstocken und das machen die tatsächlich auch sehr erfolgreich. Auf Santa Cruz gibt es da ein ähnliches Center. Das Highlight ist aber eher der Fahrradweg zur Wall of Tears, also zur Mauer der Tränen. Das war früher, waren die Galapagos-Inseln nämlich ein Straflager und da mussten die Strafgefangenen quasi eine Mauer errichten und sehr viele Leute sind dabei auch gestorben, weil die sehr schlecht behandelt wurden. Der Fahrradweg dorthin ist aber wirklich wunderschön und dort könnt ihr auch die großen Landschildkröten direkt am Wegesrand treffen. Das war so cool. Es war ein einmaliges Erlebnis. Also in freier Wildbahn dann auch zu sehen, nachdem ihr ja vorher schon in dem Schildkrötencenter sie quasi ja nochmal wie im Zoo gesehen haben, dann die nochmal in freier Wildbahn zu erleben. Am Ende bei der Wall of Tears gibt es auch nochmal wirklich einen schönen Aussichtspunkt. Also das ist und Strände auf dem Weg sind auch noch, also ihr könnt dann auch einfach irgendwo an den Stränden chillen. Also das ist wirklich ein Must-Do, wenn ihr auf Isabella seid. Direkt neben dem Hafen befindet sich noch ein ganz cooler, kostenloser Schnorchelspot, der nennt sich Concha de Perla. Am besten geht man da früh morgens hin, denn dann ist das Wasser noch am ruhigsten und die Sicht am klarsten. Man kann dort auch mit Seelöwen schnorcheln, wenn man Glück hat, mit Schildkröten, mit Rochen. Es gibt dort zahlreiche Fische, also das ist echt ein ganz cooler Schnorchelspot. Und das Wasser ist dort auch etwas wärmer, da das so eine geschützte Bucht ist, die relativ seicht ist und das Wasser kann sich da besser erwärmen. Wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr sogar mit einem Pinguin schnorcheln. Um Pinguine ganz sicher zu sehen, müsste man eine Tintoreras-Tour machen. Da handelt es sich um eine kleine Vulkaninselgruppe, die sich eigentlich direkt neben dem Hafen befindet. Man denkt eigentlich, man könnte selber hinschwimmen oder hinschnorcheln. Das ist allerdings verboten. Man muss dort auch eine Tour buchen. Die kostet um die $45 und da fährt man dann mit dem Boot auf so eine kleine Vulkaninsel und macht auch zwei verschiedene Schnorchelstopps. Und da kann man, wenn man ganz viel Glück hat, auch mit den Pinguinen schnorcheln, aber man sieht sie relativ sicher auf diesen Inseln. Die Highlight-Tour auf Isabella ist allerdings die Los Túneles-Tour. Die kostet mit $120 auch wieder etwas mehr und ist einen halben Tag sogar lang. Nicht nur zwei Stunden wie die Tintoreras-Tour oder drei Stunden sind es, glaube ich, dort. Die Los Túneles, da fährt man mit dem Boot ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde zu
Ja, das war mal quasi von einem Vulkan so ein Lavafeld und dieses Lavafeld wurde langsam vom Meer ausgespült und dadurch hat man jetzt quasi verschiedene Tunnelkonstrukte und es sieht echt total crazy aus. Und die Bucht oder also das Wasser da drin ist quasi von den Wellen geschützt und deshalb sind da super gerne Haie oder auch Schildkröten, die man dort sehen kann. Und an diesem Tag haben wir wirklich so bestimmt 50 bis 100 Schildkröten gesehen. Das war wirklich crazy. Ja. Man wandert dann auch ganz kurz mal auf den Tunneln quasi und kann dann auch so Blue-Footed Boobies sehen, die nisten dort nämlich auch und dann springt man sogar ins Wasser und schnorchelt dort. Beim Schnorcheln haben wir wirklich auch mehrere Schildkröten gesehen, sogar ein Seepferdchen das erste Mal und auch Robben, mit denen sind wir ebenfalls geschnorchelt. Aber ich finde, so der zweite Schnorchelspot war sogar noch krasser. Dann haben wir noch mehr Schildkröten gesehen, die total nahe waren, dadurch, dass das Wasser so seicht ist. Also ich glaube, das war ja eins meiner Galapagos-Highlights. Definitiv, weil die Green Turtle kann halt auch bis zu 1,50 Meter groß werden und man schnorchelt dann halt, ja, man hat gar keinen Platz und dann ist die plötzlich auch mal unter einem und man merkt so, okay, die ist fast so groß wie ich, das ist wirklich crazy. Auf dem Schnorchelgang sieht man sogar auch noch Haie ganz sicher, also das ist auch wirklich richtig cool. Und dann fährt man wieder zurück. Uns hat die Tour wirklich sehr gut gefallen, auch wenn sie natürlich mit $120 wieder knackig teuer ist. Ja, was kann man auf Isla Isabella noch machen? Es gibt noch einen richtig coolen Tauchspot. Tortuga Island nennt sich die vorgelagerte Insel. Da kann man auch wieder Hammerhai, Rochen, Mantas sehen. Also ein richtig cooler Tauchspot. Oder man macht einen Ausflug ins Landesinnere sozusagen, um einmal am Vulkankrater entlang zu wandern auf Isla Isabella. Ja, aber da muss man dazu sagen, der Vulkankrater ist leider relativ häufig im Wolkenmeer. Also ja. Deswegen haben wir die Tour auch geskippt, weil bei uns war es immer im Wolkenmeer. Also ihr habt ja jetzt eh schon ein paar Preise mitbekommen. Es vermittelt es sicher den Eindruck, dass Galapagos wirklich extrem teuer ist. Wir haben da aber eine gute Nachricht für euch. Nur die Touren sind tatsächlich so extrem teuer, weil die eben auch sehr begrenzt sind. Unterkünfte bekommt man dann eigentlich wirklich so für 50 Euro die Nacht schon eine relativ gute Unterkunft. Und auch essen gehen kann man super günstig, wenn man in die zweite Reihe geht. Also nie direkt am Hafen oder am Wasser essen, sondern immer in die zweite Reihe. Dann bekommt ihr da teilweise zwei Teller für 5 Dollar. Das war so ein Doppel. Das war ein riesiges Menü mit zwei Tellern. Für 5 Dollar. Wir haben auch super gut gegessen für 7 Dollar. Also das war wirklich schon fast, 8 Dollar hat es gekostet, so ein richtiges Gourmet-Essen. Isla Isabella. Ja. Ich blende es euch hier ein, müsst ihr euch merken. Also das war auch sehr gut. Das geht wirklich super, super günstig. Was tatsächlich wieder nicht mehr so günstig ist, sind die Fähren. Das haben wir ja schon erwähnt, mit so 30 Dollar. Und auch die Anreise ist nicht ganz günstig. Ich spicke da mal schnell, wie viel wir gezahlt haben. Wir haben, man muss mindestens von Ecuador nach Galapagos hin und zurück schon alleine 300 Euro rechnen. Und von Deutschland aus haben wir jetzt auch mal geguckt, da wären es tatsächlich 900 Euro hin und zurück. Also das ist natürlich dann schon ein Wort. Aber hier auch ein Tipp bei den Flügen, bucht die eventuell einzeln. Also guckt nicht nach Flügen direkt auf die Galapagos-Inseln, sondern bucht vielleicht erst einen Flug nach Quito oder Guayaquil in Ecuador und dann nochmal einen extra Flug auf die Galapagos-Inseln. So kommt man meistens günstiger hin. Dann noch ein Wort zu sonstigen Kosten. Also man muss zum Beispiel für den Nationalpark schon alleine 120 Dollar Einreisegebühr. Also eigentlich zahlt man 100 Dollar für den Nationalpark und 20 Dollar nochmal für die Einreise. Also 120 pro Person. Und auch sonst läppern sich dann doch einige Kosten. Man muss jedes Mal am Hafen eine kleine Gebühr zahlen. Und insgesamt kostet eigentlich auf den Galapagos fast alles immer so ein bisschen Geld. Und das summiert sich dann auch mal schnell. Wir haben das jetzt mal hochgerechnet, was würde man mit einem Flug von Deutschland aus mit einer Woche Galapagos-Inseln zahlen. Das sind so ein bisschen unter 2000 Euro pro Person pro Woche. Natürlich ist der Flug hier ein Riesenbatzen, also ohne Flug wären es dann so um die 1000 Euro pro Person pro Woche. Also Galapagos für eine Woche von Deutschland aus lohnt sich jetzt wahrscheinlich weniger. Deshalb kann man entweder länger auf den Galapagos-Inseln bleiben oder man kann es auch super kombinieren noch mit anderen Ländern, also entweder mit Ecuador oder mit anderen Ländern in Süd- und Mittelamerika. Okay, das waren jetzt unsere Tipps, Highlights und Kosten für Galapagos. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne unseren Kanal. Wir sind ja gerade auf Weltreise, da kommen also noch viele andere interessante Reiseziele, die ihr nicht verpassen solltet. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.